Oh, was ist das? Das hört sich... Oh, guck mal. Oh Gott, der auch. Ida auch. Es ist verkehrt. Scheiße, wo bin ich jetzt? Um Gottes Willen. Wo bin ich? Ich will das nicht. Geh weg. Gib mir einen Halttrank. Ich überlebe das nicht. Igitt. Muss ich hier raus? Will ich's denn? Darf eh nicht. Da wahrscheinlich auch nicht. Doch. Oh Gott, ich werde so sterben. Ich bin gleich tot. Was ist das hier? Das sieht aus wie so ein Zahnarzt. Oder was auch immer. Da kommt wer. Lass mich in Ruhe. Oh, ich muss hier irgendwas mitnehmen. Okay. Heiltrank? Nein. Matratze in der Dusche, da gehört sie aber nicht hin. Und was muss ich hier jetzt bitte machen? Ich will nicht. Und an dem Flackern merkt man, dass wieder irgendwas Gruseliges in der Nähe ist. Ich will es gar nicht. Mach mal das Wasser an, geht auch nicht. Was haben wir hier? Nein, auch nicht, auch nicht. Kann man das angrabbeln? Nee, kann man nicht. Boah, ist das widerlich. Ich denke mal, der Schatten ist irgendwas, aber das bin ja ich. Ist da irgendwas? Kann man hier auch machen? Nein. Boah, das sind die Sounds von den Dungeons, ey. Das ist so ekelhaft. Ich hab's gehasst. Ist irgendwo irgendwas, das ich ankrabbeln kann? Ich mach's einfach. Eine Pflanze, die vertrocknet ist. Hier komme ich aber immer noch nicht raus. Nee. Was ist denn das jetzt hier? Was? Ich kann hier nichts ankrabbeln. Kann man mich nicht einfach rauslassen? Irgendwas muss ich doch hier machen. Aber was? Ja, das ist ja ganz nett hier. Aber... Oh Gott. Ja, und jetzt? Kann man nicht springen? Kann ich nicht, ne? Ja gut, jetzt bin ich hier in dem Bereich und was mache ich jetzt hier in dem Bereich? Ich kann hier nichts ankrabbeln, irgendwie irgendwas. Soll ich mir ein Loch irgendwo buddeln? Was ist... Muss ich was triggern oder... Ich kann hier ganz klar nichts anfassen. Kann ich das zumachen? Geht auch nicht. Nö, die Matratze vielleicht? Nein. Dusche. Also irgendwie... Wer war das? Mist, ich hab's nicht richtig gesehen. Hat er jetzt was gemacht? Kann ich jetzt was machen? Ah! Ein Schlüsselchen! Das ist gut. Und jetzt komme ich da raus, oder wie? What the fuck? Der hatte eine Kettensäge! Oh nee, oder? Wir sind jetzt... Oh nein! Ich werde das hier so nicht überleben, das ist euch klar, oder? Oh, fuck you! Ein Schlüssel. Schlüssel? Oh, leck mich! Oh, Fizz Games, echt wahr. Okay, jetzt muss ich gucken, wo ich den... Ich brauche den Heiltrank, verflucht nochmal. Ja. Oh mein Gott. Wofür? Ist jetzt wohl dieser Schlüssel? Ja, da war ich ja gerade, von da komme ich ja mehr oder weniger. Was ist hier?
Das ist hier noch ein Heiltrank. Bitte sag mir, dass der Heiltrank noch hier steht. Oh, danke schön. Okay, das heißt, wir müssen jetzt die Tür finden, wo zu diesem netten Schlüssel passt. Ich habe hier keine Ahnung, wo das ist. Ich hoffe, ich renne nicht zu viel in Linda rein. Oder in Pennywise, der macht mich ja auch von der Ding total runter. Von wo komme ich denn überhaupt? Naja, da will ich nicht hin. Wenn ich jetzt in Linda reinlaufe, bin ich hinüber. Dann darf ich den ganzen Schmor da nochmal machen. Aber das kann dann sein, um euch nicht zu langweilen, dass ich das Ganze dann offscreen mache, damit ihr nicht gelangweilt werdet. So lange, bis ich es geschafft habe. Okay, ich muss jetzt eine Türe finden, die verschlossen ist. Bäm. Kein Bäm, okay. Kein Bäm ist immer gut, wenn es kein Bäm ist. Das war die Staffel... Das Staffelzimmer, genau. Kann ich jetzt vielleicht? Nope. Es ist einfach nur zum Testen, ne? Ich teste das doch immer so selten. Das ist was? Die war offen, ne? Nee, vergiss es, du Idiot. Da laufe ich nicht rein, ich bin doch nicht bescheuert. Das war auch offen, das war das Uhrenzimmer. Das war das mit den Puppen. Das Puppen, die nicht mehr da sind, genau. Dann komme ich doch jetzt wohl hoffentlich irgendwo hin, wo ich... Ich probiere mal, die war doch glaube ich abgeschlossen. Miau! Ach, die Katze ist nett, ne? Ja, ich mag Katzen. Da hab selber zwei. Okay, hier ist der Zettel. Wir haben es geschafft. Batterien? Heiltrank? Obwohl, komm, nee, das lassen wir jetzt erstmal. Wir schnappen. Das sieht ja modern aus hier, dass da... Ich weiß gar nicht, ob das in Palmer Drive selber auch schon so war. Keine Ahnung. Okay, wir schnappen uns jetzt den Zettel und rutschen, glaube ich, jetzt schon ins letzte Kapitel. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Die Leute hier glauben, dass ein Fluch auf dem alten Landhaus liegt. Es soll sich die Seelen derer holen, die das Haus betreten. Es ist 6 Uhr, noch 2 Stunden bis Tagesanbruch. Und ja, das Ganze hört sich sehr entmutigend an, wenn es heißt, dass sich das Haus die Seelen derer holt, die im Haus sind, die sich im Haus befinden. Ich werde mir jetzt den da zu Gemüte führen, damit ich wieder ein bisschen besser bin von der Konstitution her. Zumindest mein Protagonist, ich selber ja nicht. Sonst ist hier nichts. Jetzt geht das Gesuche wieder weiter. Und ich sehe schon, ich nehme fast eine Stunde. Was ist? Wer klopft da? Wer war da? Ah, guck mal, da ist der Hof, der Innenhof. Aha, der Brunnen also. Moment, was haben wir da? Können wir da... Sind wir creepy? Nope, sieht nicht so aus. Was ist hier? Wow. Okay. Sonst ist hier ja nichts. Angrabbeln kann man nichts. Angrabbeln geht gar nicht. Licht anmachen geht sowieso nicht. Bäm! Nein, okay, gut. Also, jetzt sind wir hier. Gut. Und jetzt heißt es, wieder rauszufinden, was wir machen müssen. Aber, liebe Leute, ich denke, das mache ich jetzt in der nächsten Aufnahme, beziehungsweise ich werde jetzt kurz unterbrechen. Lass uns zurück in das Zimmer gehen. Das ist, glaube ich, ein bisschen sicherer. Und werde praktisch jetzt das Ganze cutten, bearbeiten, rendern, hochfahren. Und dann, damit ihr heute eure Folge kriegt, sonst wird das Ganze nichts mehr. Wir haben schon 9 Uhr. Ich nehme es seit 49 Minuten auf, plus minus 2 Minuten. Ne? Boah, die Musik, ey, die ist echt eklig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder, beziehungsweise vielleicht mache ich gleich noch weiter. Es geht einfach nur darum, dass ich jetzt einfach die Folge raushaue. Also, bis dann. Tschüssi. Es ist 6 Uhr, noch 2 Stunden bis Tagesanbruch. Okay. Hä, warum ist jetzt auf einmal das alles so groß? Ich verstehe es nicht. Okay. Wir befinden uns jetzt hier in diesem netten Räumchen, wo wir hier aufgehört hatten.
Okay, brauche ich nicht. Und wir hatten ja eben heute Morgen, also bei der letzten Aufnahme, eben hier aufgehört. Und jetzt sind wir wieder mal dabei, um rauszufinden, was wir denn genau hier tun müssen. Oh Gott, hier ist ein Fernseher, das sehe ich ja jetzt erst. Den kann man aber auch nicht einschalten, Gott sei Dank. Also, Samara, bitte schön brav im Fernseher bleiben. Okay, und zwar habe ich ja noch ein bisschen, nachdem ich das hier rausgefunden hatte und ich aufgehört hatte, habe ich noch ein bisschen versucht, was rauszufinden. Und zwar habe ich festgestellt, dass die Türen hier random aufgeschlossen werden können. Das heißt, bei demjenigen, wo ich die Videos schaue, oder wo ich nachschaue, der hatte komplett andere, der hat einen komplett anderen Raum aufgeschlossen, wie den, den ich jetzt aufgeschlossen hatte. Das heißt, die Rätsel sind dieselben, nur alles andere wird random gelöst. Ich kann euch aber noch nicht mal mehr sagen, welchen Raum er denn jetzt genau aufgeschlossen hat. Lasst mich mal bitte die Taschenlampe anmachen. Danke. Okay, ich habe wieder mal keinerlei Ahnung, was ich jetzt tun muss. Das heißt, ich werde jetzt alles schön brav rumsuchen, aussuchen, durchsuchen, wie auch immer. Bis wir eventuell, unsere Jumpscare-Ecke hier. Bis wir eventuell einen Hinweis bekommen oder nicht. Oder ich erschrecke mich gleich wieder zu Tode. Kann man jetzt vielleicht denn, kann man immer noch nicht, nein. Ich glaube, das Spiel neigt sich so langsam dem Ende. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es so ist. Achso, das war das Abkürzungszimmer. Da wollen wir natürlich nicht lang. Ich habe keine Ahnung, ob sie steht nicht da. Linda steht Gott sei Dank wieder mal nicht da. Das ist supi. Okay, meine Katzen randalieren im Hintergrund. Das ist okay. Kann ich mit leben noch. Solange sie hier keinen Blödsinn veranstalten. Ja, und wir müssen nun mal wieder rausfinden. Das ist alles auf dem Ohr so verdammt nicht laut. Das ist zum Kotzen. Ich hoffe, dass die Aufnahme in Ordnung ist und dass ihr alles versteht von mir, von dem, was ich sage. Und dass ihr trotzdem noch die Hintergrundsounds und das alles mitkriegt. Ja. Hier haben wir einen... Ah, hier ist der Raum, okay. Da kann man immer noch nichts machen. Okay, damit kann ich auch umgehen. Halt die Türe, ich halte die Türe. Ah, hier ist dieser Abkürzungsraum. Geh auf. Okay, Länder erschreckt mich jetzt wieder nicht. Und jetzt sind wir wieder im alten Teil oder im ersten Teil vom Haus. Ich hab's gewusst. Und obwohl ich gerade die Augen geschlossen hatte, auch wenn ihr das nicht gesehen habt, ich habe mich trotzdem erschreckt. Okay. Wir werden jetzt mal alles genau durchsuchen, um herauszufinden, was wir denn jetzt genau tun müssen hier. Und nein, das ist überhaupt nicht und ekelhaft und oh ja, gut, okay. Wir haben es, bleibt ja nichts anderes übrig, als jetzt alles durchzusuchen. Die Spieluhr ist wieder hier. Einfach nur, weil wir es können. Einfach mal, um alles rauszufinden, was wir denn jetzt genau tun müssen, denn ich habe überhaupt keine Ahnung. Jetzt tun muss, außer die Taschenlampe zu reloaden. Hier geht's wieder in den anderen Teil vom Haus. Diese Blair Witch-Dinger hängen da immer noch dran. Ich glaube, das Haus kann man immer noch nicht verlassen. Es nicht hängen bleiben. Oh, mein Rechner wieder, ne? Das Spiel läuft eigentlich ziemlich flüssig. Wie komme ich denn jetzt? Was ist das jetzt von drin? Aha, okay, dann bin ich jetzt wieder hier. Okay, wir sind ja dann letztes Mal hier reingegangen. Ey, wenn ich diese Gänge sehe, ich will gar nicht mehr weiterlaufen. Ey, das ist so widerlich. Ich glaube das gar nicht. Ihr meint wahrscheinlich, ah ja, das kann ja nicht so schlimm sein. Schnauze. Es kann ja nicht so schlimm sein und bla und scheiß und groß. Ja, das mögt ihr denken, aber spielt das selber. Wirklich, bitte, macht es. Holt euch das Spiel
zum 14,99 € zu haben in Steam, wie schon. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, für wie viel. Aber für einen recht günstigen Kurs, für so ein geiles Spiel, ist es echt günstig. Mega, okay, hier ist wirklich nirgends was. Holt es euch selber, setzt euer Headset auf, dreht den Sound auf und dann spielt das Ganze selber. Und dann bin ich mal gespannt, wie ihr damit klarkommt. Wirklich. Also es ist echt nicht komisch. Definitiv alles andere wie komisch. Dieses Spiel zu spielen, ey. Ich meine, es soll ja auch nicht komisch sein. Es ist ein Horrorspiel, verdammt. Es ist nun mal nicht komisch. Ah, von da kam ich. Das ist ja auch ein Sinn der Sache, dass es komisch sein soll, weil ich lache mich eigentlich immer nur dann kaputt, wenn ich mich mal wieder zu Tode erschreckt habe. Ach, fuck, hier, der ist ja auch weg. Ah, damn it. Ich werde aber bald einen brauchen, wenn ich jetzt irgendwann in Linda reinrennen sollte. Ich will überhaupt nirgends hin. Ich möchte gar nicht. Schon alleine hier, der lange, schmale Gang. Ist hier was? Nein. Da was? Ah, das ist das Zimmer mit dem Rad, wo ich das Rad her habe. Ich mag es nicht, auf der Tür zu stehen. Das ist widerlich. Ich habe dann doch lieber geschlossen. Die Türen hinter mir. Das warst du. Okay. Also irgendwann wird doch hier irgendwo ein Hinweis von dem Fifi da kommen. Ja, vielleicht finde ich aber auch zufällig irgendwas. Wenn aber nichts Auffälliges ist, wie soll ich das finden, was ich suchen muss? Das ist immer so eine Sache. Dieses Gesuche, das man hier hat, das ist natürlich schon ein bisschen blöd, sag ich mal. Achso, ja, nö, da war ich ja. Also jetzt hier lang. Und da komme ich wieder hier rein. Halt, nee, von hier komme ich doch. Und in dem Zimmer war ich doch jetzt gerade, oder? Ja, genau. Und dann bin ich nach oben richtig sowas. Ich verblende hier gerade meine Batterien, aber egal. Scheiße drauf. Oh, wie motiviert er die Treppe runterspringt. Habt ihr das gesehen? Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Hier ist das Bad. Da können wir... Miau, auch nicht mit. Da können wir auch nochmal reinschauen. Ich bin schon wieder Gänsehaut. Das ist ekelhaft. Ehrlich, das... Ihr müsst das wirklich echt selber spielen. Ihr habt gar keine andere Wahl, weil wenn ihr wissen wollt, wie es ist, hier rumzulaufen mit dem Headset auf dem Kopf und dass man wirklich die ganze Zeit nur durch das Haus rennt. Ja, ja, ist gut. Und eigentlich... Da war nur die Statue, die abgedeckte. Oh Gott. Was? Oh, was erschreckt er sich eigentlich ständig? Was soll der Quatsch? Ich habe mich doch auch nicht erschreckt. Der soll sich nicht erschrecken. Das erste Zimmer ist wie immer zu. Und das war, glaube ich, genau das Lagerraumzimmer. Boah, ey, diese Schritte, die man ständig im Hintergrund hat. Oh Gott, wenn hier irgendwas mit diesen Puppen passiert, ey, ich krieg die Krise. Aber das ist echt die einzigste Puppe. Oh, allein der Gedanke daran, wie wirklich. Nee, allein der Gedanke daran macht mich irre. Oh Gott, ich bin hier raus. Was ist Wasser? Das ist... Oh Gott. Oh Gott, da steht was. Das war die Tapete. Okay, was mir auch erst im Nachhinein aufgefallen ist, dass die Katze hier weg ist. Die rennt ja immer durchs Haus und erschrickt uns. Mir ist das damals überhaupt nicht aufgefallen. So, okay. Wir haben hier also... Sieht das eklig aus. Ich will nicht. Nee, das ist nichts. Hey, hat nicht geklappt. Cool. Oh je. Yeah. Oh je, yeah, oh je, yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah. Okay. Wir haben hier jetzt also im neuen Abschnitt vom Haus. Haben wir nichts mehr. Kam ich von hier? Nee, ich kam von oben. Was denn? Wovor erschreckt er sich denn? Da bist doch nicht mehr. Das ist doch nicht mal Penny hier. Immer verstehe ich es nicht. Der sitzt auch nicht hier. Irgendwas muss doch jetzt zu machen sein.